Hallo meine Lieben, ganz herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Tina Lisa. Ich bin Martina Blasius und bin verantwortlich für die Schnitte und Anleitungen bei Tina Lisa und heute möchte ich endlich einen lang gehegten Wunsch und Plan umsetzen und um euch die Freude am Nähen näher zu bringen, möchte ich euch gerne einiges aus meiner 40-jährigen Erfahrung weitergeben. Ich habe sowohl in der Industrie als auch im Handwerk gearbeitet. Ich war etliche Jahre davon selbstständig und habe Maßanfertigungen für Privatkunden gemacht. Da hat sich natürlich einiges an Tricks und Kniffen angesammelt und ich möchte euch gerne so ein wenig davon weitergeben. Den Auftakt und die Premiere macht die Tasche von der Hose Paula, mein neues Schnittmuster. Die Taschen findet ihr als Add-on in meinem Schnittmuster. Viel Spaß! Das ist jetzt das fertige Vorderteil der Hose Paula. Bei High Waist käme jetzt noch oben der Bund dran. Ihr seht hier die seitlichen Eingrifftaschen. Das Besondere daran ist, das zeige ich euch gleich die Rückseite, und zwar sind die Taschenbeutel in der vorderen Mitte verbunden. Das hat den Vorteil, besonders bei so einer schmal anliegenden Hose wie Paula, dass sie beim Tragen nicht aufklaffen und wegstehen können. So, jetzt zeige ich euch zuerst etwas zum Zuschnitt. Das ist jetzt die Vorderhose von Paula. Das Vorderhosenteil ist für beide Formen gleich, also für Paula High Waist und Low Waist. Hier fehlt jetzt noch der Tascheneingriff. Das könnt ihr jetzt einfach, wenn ihr möchtet, auf den Schnitt übertragen durch mit dem Taschenbeutel und zeichnet euch das einfach ab und schneidet das weg. Falls ihr aber auch noch eine Paula ohne Tasche nähen möchtet, würde ich euch empfehlen, so wie ich das gerade mache, einfach, ich habe hier das Vorderteil schon zugeschnitten und schneide mir den Tascheneingriff einfach am Vorderteil weg. So, das ist jetzt der Taschenbeutel 1 mit der angeschnittenen vorderen Mitte. Wichtig ist dabei, dass ihr alle Passzeichen sorgfältig übertragt, damit euch der Taschenbeutel auch später gut sitzt. Das ist der Taschenbeutel 2, der wird so auf den Taschenbeutel 1 aufgenäht. Da ist der Tascheneingriff dran, das wird dann später mit dem Vorderteil verstürzt. Auch hier bitte alle Passzeichen übertragen. Ich habe jetzt hier für diesen Taschenbeutel einen etwas dünneren Stoff genommen. Das ist eigentlich ratsam, wenn man etwas kräftigen Stoff hat, sonst wird das Ganze sehr dick und auch die Taschenbeutel drücken durch. Also habe ich hier eine dünnere Ware genommen, die aber trotzdem elastisch ist. Den Tascheneingriff habe ich mit Nahtband gebügelt. Ihr seht, achtet darauf, dass diese Nahtlinie auf dem Nahtband in etwa auf der Linie liegt, die ihr später näht. Kommen wir jetzt zum lustigen Teil, zum Nähen selbst. Ich habe der Einfachheit halber alles mit der gleichen Maschine genäht. Ihr könnt natürlich benutzen, was ihr wollt. Das ist jetzt der Taschenbeutel 1, da legt ihr den Taschenbeutel 2 bitte genau auf, achtet auf die Passzeichen, rechts auf rechts, also die linke Seite zeigt zu euch. Wenn ihr Webware benutzt, solltet ihr dran denken, das zu versäubern. Dann näht ihr das Ganze einmal rundum auf den Taschenbeutel 1 auf. So, danach legt ihr den Taschenbeutel 2 rechts auf den Tascheneingriff der Hose, steckt das auch wieder gut fest. So, und dann einmal den Tascheneingriff verstürzen. Achtet darauf, dass ihr den Taschenbeutel 2 ein bisschen zurücklegt, dass ihr den nicht mitgreift.
In der Rundung ist es am besten, wenn man ein paar Mal einschneidet. Passt bitte auf, dass ihr die Naht dabei nicht verletzt, sonst gibt es später Löcher. Dann klappt ihr den Taschenbeutel zurück, legt die Nahtzugabe zum Taschenbeutel und steppt das Ganze knappkantig auf dem Taschenbeutel auf. Das hilft euch dabei später, dass die Naht schön zurückliegt und nicht nach rechts rausblitzen kann. Ich mache das eigentlich bei fast allem, wenn es ums Verstürzen geht, weil das ist wirklich sehr hilfreich und die Kante legt sich auch später gut. So, wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr den Tascheneingriff am besten von links Füßchen breit absteppen. Die Kante legt sich schön von selbst. Das geht eigentlich ganz gut. Und dann habt ihr es schon fast fertig, die eine Seite. Ihr müsst nur noch den Taschenbeutel und die Hose selbst aufeinander fixieren. Schaut, dass ihr da die Passzeichen gut erwischt habt, damit die Nahtlängen auch später aufeinander passen. Und dann fixiert ihr das innerhalb der Nahtzugabe mit einer Naht aufeinander. Oben am Rand macht ihr nur das Stück bis zum Tascheneingriff. Vorne braucht ihr noch etwas Luft, um das später in der vorderen Mitte zusammenzunähen. So, und dann habt ihr den ersten Taschenbeutel eigentlich schon fertig. Ihr seht, wie das vorne bis zur vorderen Mitte geht. So, und jetzt könnt ihr dann auch gleich den zweiten Taschenbeutel nähen. Ich habe euch da mal jetzt den Schnelldurchlauf gemacht. Ihr könnt euch das gerne nochmal anschauen oder wenn ihr möchtet, springt ihr einfach zur Minute 39 vor. Da geht es dann weiter. So, wenn ihr die beiden Taschenbeutel fertig vorgenäht habt, dann müsst ihr nur noch die Schrittnaht zusammennähen, zumindest bei der Low Waist. Bei der High Waist wird dann oben noch der Bund angenäht. So, jetzt zum Schluss näht ihr noch die vordere Mitte zusammen. Die Schrittnaht näht ihr bitte nur bis kurz vor die Innenbeinnaht. Lasst da noch bitte ein Stück offen, damit ihr später die Innenbeinnaht von Vorder- und Hinterhose in einem durchgehend nähen könnt. Jetzt müsst ihr noch die Taschenbeutel an der vorderen Mitte zusammennähen. Dafür klappt ihr sie nach hinten. Und wie ihr seht, habe ich jetzt links auf links den Stoff liegen. Das hat den Sinn, dass die Naht später schön verdeckt ist und dann zum Vorderteil hinliegt. Dann wendet ihr das Ganze, so klappt die Taschenbeutel nochmal zurück. Dann näht ihr oben die Kante aufeinander. Ich lege dabei die
Nahtzugraben in der vorderen Mitte in verschiedene Richtungen, damit es an dieser Stelle schön flach bleibt. Also die obere Kante dann zusammennähen und dann habt ihr es eigentlich schon so weit geschafft. So, das ist nochmal von hinten. Ihr seht, die Taschenbeutel werden gehalten und beim Tragen können die Taschen nicht aufsperren und bleiben schön in ihrer Position. So, das war's eigentlich schon. Ich hoffe, es hat euch Freude gemacht und wir sind jetzt fertig. Tschüss!